Hey Leute, hier ist Hunted. Wir sind nochmal bei Leon auf dem Account und wollen die Habi testen. Ist inzwischen schon ein bisschen größer geworden, Stufe 40, und wollen mit ihr mal in die Arena gehen. Skills hier 3 von 10. Ich habe schon geguckt, ob wir irgendwas vom Cooldown oder so von der Veränderung sehen können. Wir sehen nur eine 20 anstatt einer 10 durch das Upgrade und ein bisschen mehr Schaden, würde ich hier vermuten, aber auch nicht der dolle Zuwachs. Aber erst einmal würde ich sagen, springen wir mal einfach in den Dungeon. Oh, hier wurde schon mehr freigeschaltet. Mal gucken, ob es von der Gegner Level passt. Ja, wir haben jetzt eine Kalypso noch mit hier, dem 5er Berserkiris, den wir ja gerollt haben. Fangen hier einfach mal an mit der guten. Zack. Ah, okay, und ihr seht, sie muss im Angriff sein, um volle Energie zu haben. Und prockt hier fröhlich über die Spielwelt. 915, ja, macht auch ordentlich Schaden, was das hier betrifft. Aber gut, wir sind ja noch im Low-Level-Bereich. Das erste Mal, dass ich eine Kalypso im Spiel selber einsetze. Ja, und das ist krass, nach wie vor, wie schnell sie hier einfach prockt. Und eine schöne Range hat sie auch noch. Zack, da ist er halt weg. Jetzt holen wir mal hier die anderen Helden mit dazu. Da war der Kalypso-Proc. Ja, also ich bin nach wie vor hin und her gerissen, wie stark sie wirklich sein wird, weil noch nicht bekannt ist, was mit ihrem Cooldown ist. Bleibt der Cooldown so? Steigt der Cooldown? Aber wir gehen einfach mal und machen mal ein, zwei Arena-Kämpfe, dann machen wir vielleicht noch ein paar Raids und dann gucken wir mal. Gehen wir hier gleich so weit nach vorne. Wir nehmen uns hier den Orcsbane als Gegner. Nehmen uns die untere Lane. So, und alles kommt mit, was wir haben. Und dann gucken wir mal. Ja, sie prockt hier auch wie der Hexer über die Lane drüber hinaus. Und der nächste Vorteil wird sein, sie müsste ja eine ziemlich große Range haben und sie ist am Schreien. Der erste Schuss volle Energie und dann kommt der nächste Treffer. Und die Helden kommen unglaublich spät am Schreien an. Er hat zwar Level 80 Helden. Werden wir, denke ich, nicht packen. Oder wird knapp. Aber der Druide hält da schon gegen und wir füllen wahrscheinlich eher noch die Energie auf. Victory, nee, haben wir doch gepackt. Wow, das hätte ich ja noch nicht gedacht. Ach, nehmen wir hier wieder einen, wo wir nicht ganz so weit nach vorne springen von der Platzierung, damit wir noch ein paar interessante Kämpfe haben. Oh, diesmal Head on Head gegen ein 80er-Team. So, da haben wir den Proc. Die Verlangsamung ist jetzt natürlich auf dem Skill nicht so hoch. Die Frage ist, wie hoch werden die Helden überhaupt verlangsamt? Da hatten wir noch den Kyrus-Proc, aber Head on Head dürfen wir das Ganze nicht packen hier. Nee. Da sehen wir mal schön die Verlangsamung, wie die wirkt. Können wir jetzt einfach mal auf der mittleren. Ach, wen hat man überhaupt kennen? Vielleicht haben wir noch mal Glück und schaffen es am gegnerischen Schrein. Hauen wir hier einen Held rein, der vielleicht. Ne, wir nehmen alles mit zum Schreien an DPS, was wir haben. Ja, also wie der Hexer wird hier über die Lane drüber geprockt. Da sehen wir die Helden, die getroffen wurden. Ich vermute mal, die Verlangsamung betrifft da diese 20%, die wir sehen. So, das 80, da haben wir nochmal verlangsamt, aber der Schaden ist nicht so hoch. Wir sehen auch hier immer volle Energie. Ihr Proc, dann ist hier Cooldown vorbei, dann kommt die Fähigkeit, auch wenn wir damage-mäßig keine Chance hatten. Sehen wir hier auf jeden Fall sehr schön, wie sie in der Arena funktioniert. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal die Range an. Daneben eine Kalypso. Die geht näher ran und der Druide geht auch näher ran. Ja, quasi jeden zweiten Schlag haben wir den Proc, der unabhängig natürlich aber von der Energie dann ausgelöst wird. Also nicht durch ihren Angriff, sondern sobald wieder Cooldown abgeschlossen ist, würde ich hier sagen.
wenn wir einen Fünfer Bersi auf den Kürbis haben, merkt man noch nicht so doll. Mal eine Heilung dazu. Ja, aber in der Arena, dass er so agiert wie der Hexer, also über die Lane drüber hinaus proggt, okay. Das heißt, es ist ein zweiter Held, der den Aries verlangsamen kann. So, springen wir nochmal in die Arena. Lost Battlefield geht ja auf dem Account leider nicht. Ach komm, Henker im Team, schauen wir mal, was er hat, drauf hat. Läuft unten, ja, alles 70er Helden. Da hat man eine Klingel. Ja, da sehen wir wieder schön, wie dann das Team so ein bisschen auseinandergezogen wird. Energie ist leer. Und mit dem ersten Angriff ist die Energie dann zack voll. Dann läuft der Cooldown. Noch ein zweiter Angriff. Und jetzt habe ich den Proc gesehen. Da kommt der Proc. Aber wir schaffen 200 DPS daher nicht. Ja. Frage ist. Den Hexer mit seinem Schild wird so nicht ablösen, aber könnte ein schöner Zuwachs in der Arena sein, auf jeden Fall. Nochmal Head-on-Head gegen, oh, 60er, 80er Helden. Kaum Schaden haben wir hier gemacht bisher. Da kam der Kalypso-Proc, aber kein Stun mit dabei. Ja, da haben wir auch die Kämpfe schon durch. Also wird die Arena, ja, ob sie sich so krass verändern sieht, wird, hat auf jeden Fall einen Verlangsamen dabei, was den Aries wieder treffen kann. Dann haben wir zwei potenzielle Helden, die den Aries verlangsamen können. Dann fehlt uns aber so ein bisschen der Damage. Also ich wüsste noch nicht, wie ich die gute einbauen würde ins Team, weil ich finde den Hexer mit seinem Verlangsamen und mit seinem Schild da, glaube ich, besser als die HP. Allerdings ist die HP natürlich wahnsinnig schnell. Tja, auf jeden Fall fürs Battlefield kann ich mir die Dame gut vorstellen, sie da im Team zu haben. Obwohl, wie viel, wir wissen ja nun, dass das Verlangsamen da, also dass die Helden nicht aufeinander zurennen, sondern direkt voreinander stehen. Dadurch sofort die Zeit runterläuft und einfach nur entscheidet. Keine Range entscheidet beim Lost Battlefield, sondern einfach, welcher Held die niedrigste Angriffsgeschwindigkeit hat. Und sie wird hier nicht vor einem Aries proggen. Das ist nicht garantiert. Die proggen beide gleichzeitig, wenn sie genau gegenüberstehen. Ja, also da haben wir noch viele Möglichkeiten offen. Und ich will sie aber nochmal in einem Dungeon hier mitnehmen und mir angucken. Was er so alleine hier macht. Ja, natürlich. Was ist der Vorteil gegenüber dem Hexer? Sie fliegt. Das heißt, sie ist unabhängig vom Mino-Proc. Muss man auch wieder mit in die Überlegung einziehen. Der Hexer kann vom Mino gestunt werden. Die HP ja nicht. Die ist nur anfällig für den Aries-Proc. Und dann nimmt man auch ihre Range ist sehr schön hoch, sodass sie hier schön geschützt ist. Beziehungsweise der Engel noch nicht in der Range ist von ihr. Ja, Frage ist, ist es ein Must-Have-Hero? Muss man für sie rollen? Ich denke, sie ist noch eine Alternative zum Hexer. Ich denke, man ist der Community entgegengekommen. Sie hat einen 5er Erquicken on board. Das heißt, man braucht nur für den Helden rollen, nicht für das Talent. Das Talent ist sofort Arena bzw. Lost Battlefield ready. Und das war auch so ein großer Kritikpunkt in letzter Zeit. Dass die Helden dann noch das passende Talent brauchen. Sie hat gleich das passende Talent on board. Ist natürlich auch gleichzeitig wieder ein großer Kritikpunkt mit dem passenden Talent, dass sie dann dementsprechend natürlich sehr, sehr stark von Anfang an, sobald wie sie im Team ankommt. Ach ja,
Also lasst mich mal eure Gedanken zur Rapier wissen. Findet ihr sie gut? Werdet ihr sie einsetzen? Seht ihr eine Möglichkeit in eurem Team, sie sinnvoll da unterzubringen? Vielleicht noch mit einer Steuerung zu versehen oder mit einem Bersi als Main Talent. Was schwebt euch da so vor? Würde ich gerne ein bisschen was an euren, von euren Gedanken hören. Ansonsten war es das erstmal von mir. Eurem Handel. Tschö!